Hallo und herzlich willkommen zu dieser Preview vom M56 Scorpion, dem Tier 7 TD der USA, in dem Fall ein Premium-Panzer. Und natürlich da einmal ganz wichtig, was kostet das gute Stück? Und aktuell ist er bei einem Kaufpreis von 5.150 Gold angesetzt. Ob das aber so bleibt, können wir natürlich, oder ich vielmehr, noch nicht sagen. Wir hoffen es natürlich. Und wir schauen uns doch diesen Panzer hier nochmal genau an. Und natürlich auch seine Eckdaten. 820 Struktur, 200 PS Motorleistung bei 45 km/h Höchstgeschwindigkeit, 40 Grad Wendegeschwindigkeit, eine Wannenpanzerung von 111, also gar keine. Standardschaden 180 bis 300, Standarddurchschlag 164 bis 274, das schauen wir bei uns aber gleich nochmal im Detail an. Feuergeschwindigkeit 7,69 Schuss in der Minute. Und man sieht, taktikgeschützte Nachladezeit mit der Verbesserung bzw. mit dem Kommandanten ist es jetzt auf 7,48 geschrumpft. Waffenrichtgeschwindigkeit 12, Sichtweite 350 mit Scherenfernrohr, was ich hier montiert habe, 437 und die Funkreichweite ist bei 500 bzw. 521 durch den Kommandanten. Nun aber mal noch ein paar Hard Facts zur Kanone. 219 Durchschlag mit Normal, 275 mit Premium und der mittlere Schaden eben 240. Die Streuung ist mit 0,33 okay und die Zielerfassung mit 2 Sekunden auch sehr flink dabei. 200 PS, 15% Brandwahrscheinlichkeit und ja, ich denke hier nochmal das Ganze im Überblick. Auch natürlich der Richtwinkel und der horizontale Geschützwinkel immer ein Thema und Besatzung. Sehen wir ja, sind es 4 an der Zahl. In guter alter Preview-Manier, die sich jetzt langsam so einlebt, will ich euch noch ein bisschen was zur Historie von dem Panzer sagen und dementsprechend gehen wir einfach mal auf die Geschichte ein. Ich lese euch dazu mal wieder was Nettes vor. Nach den Erfahrungen im Zweiten Weltkrieg forderte die US Army eine sehr mobile Panzerabwehrwaffe für den Einsatz in den Luftlandeeinheiten. Das Fahrzeug sollte mit der ersten Welle abgeworfen werden und ihnen die Feuerkraft eines Panzers zur Verfügung stellen. Der Hersteller Cadillac produzierte darauf die auch als Scorpion bekannten M56. Die Serienanfertigung in den Jahren 1953 bis 1959 ging zwei Prototypen mit der Bezeichnung T-101 voraus. Mit der 82. und 101. Luftlandedivision kam die Scorpion begrenzt zur Feuerunterstützung im Vietnamkrieg zum Einsatz. In den 1960er Jahren wurde das Fahrzeug durch den M551 Sheridan ersetzt. Exporte gingen nach Spanien und Marokko. Und natürlich für uns auch immer die Technik wichtig. Wir haben ja viele Fahrer, die da technisch sehr versiert sind, also auch da gehen wir nochmal drauf ein. Der M56 war ein ungepanzerter Geschützträger ohne geschlossenen Kampfraum, wie man auch hier natürlich eben sieht. Er bot also nur geringen Schutz und Komfort für die Besatzung. Der Fahrer und Kanonier waren als einzige durch ein Schild nach vorn geschützt. Das sieht man hier ganz gut. Hinzu kamen ein Ladeschütze und der Kommandant auf offenen Plätzen. Die werden dann hier hinten gewesen sein. Dementsprechend, ja, war dann da sehr, sehr frei das Ganze. Das 90mm Geschütz M54 hatte die gleichen ballistischen Eigenschaften und nutzte ähnliche Munition wie die M36-Kanone des M47. Die Munition wurde im hinteren Bereich des Fahrzeugs gelagert. Das Fahrzeug war ein Vollkettenfahrzeug mit gummibereiften Laufrädern und vorne liegenden Treibrad. Das Fahrwerk wurde auch für den M50 Ontos verwendet. Die wesentlichen Nachteile waren die unzureichende Panzerung, der unzureichende Schutz der Besatzung und starke Rückstoß, welcher das Fahrzeug oft mehr als einen Meter zurückrollen ließ und zusätzlich durch den aufgewirbelten Staub die Sicht auf das Ziel verdeckte, als auch im ungünstigsten Fall den Gegner den Aufenthaltsort verriet. Also, unterm Strich muss man sagen, war dieser Panzer wohl für einen Fahrer sehr unangenehm, beziehungsweise für die Besatzung und ja eher kurios. Nichtsdestotrotz schauen wir uns jetzt doch mal an, wie er sich so bei World of Tanks schlägt. So, und da sind wir also jetzt auch im Gefecht KTS Overlord und wir sind hier Top Tier. Das heißt, die Rahmenbedingungen sollten sehr gut sein, aber ihr habt ja gesehen, Panzerung gleich 0. Das heißt, theoretisch könnte er gegen uns ein, was weiß ich, ein 1C spielen und der würde uns wahrscheinlich aus dem Leben befördern. Dementsprechend versuchen wir, den hier ein bisschen defensiv zu spielen. Kommt gut in Tritt, das kann man schon mal direkt feststellen.
Und dementsprechend geht's auch schon los. Erstmal werde ich mich hier drüben, wie gesagt, sehr, sehr defensiv verhalten. Werde versuchen, mit meiner Tarnung zu spielen. Richtbereich sieht man, die ist ganz ordentlich. Also der Neigungswinkel der Kanone, den kann man definitiv so lassen, wie er ist. So, jetzt eben viel Busch. Aber da kommt erstmal scheinbar nichts. Deswegen fahren wir doch ein Stück mal weiter nach vorne. Davon ist jetzt ein Jagdpanzer, 820 Struktur, die man natürlich grandios mit HE penetrieren kann. Ist natürlich was, wo man wirklich sagen muss, aufpassen, meine Freunde. So, jetzt schießen wir mal blind Richtung Jagdpanzer. Tarnnetz ist aktiv. Alles ist am Start. Die beiden sind leider zu. Turm ist eben nicht komplett frei drehbar. Er hat zwar einen weiten Richtbereich nach links und rechts, wie man hier sieht. Aber eben doch limitiert. Schade, dass jetzt die anderen beiden hier nicht mehr aufgehen. Da ist der T25. ...7,4 Sekunden Nachlade. Ja, nochmal blind rüber. Wissen wir natürlich jetzt nicht, wie die gewirkt haben. Aber auch hier bleibt es bitte ruhig. Macht es nicht über Paste nicht. Weil ihr seid nicht die Frontsau. Deswegen lasst die anderen scouten. Lasst die anderen vorfahren. Die haben schwere Panzer. Das ist nicht die Aufgabe von gerade so einem Papierpanzer wie diesem. AMX macht hier ein bisschen Radau. Da kommt ein KV. Wirkungstreffer. So, der erste Hit. Jetzt ist er gekettet. Und nochmal einen. Abpraller. Der steht natürlich hier. Jetzt wird er gut stehen. Hoffen wir, bleibt er so. So, dementsprechend, da konnten wir jetzt gut wirken. Vielleicht lässt er uns nochmal einen Hit zu. Ja. Und da ist er weg. So, der AT haut hier ab. Und konnte aber da am Ende doch zerstört werden. Jetzt die AT offen. AT ist weg. Jetzt spielt sich hier drüben viel ab. Dementsprechend nutzen wir hier seine Geschwindigkeit und fahren da auch nochmal rüber. Wir sind voller Struktur. Das heißt, jetzt können wir ein bisschen das Risiko mal erhöhen. Der KV, der macht hier in dem Game auch nicht mehr viel. Der Komet sollte auch gleich besiegt sein. Also sind hier vorne auch alle mit wenig Struktur. Das heißt, da jetzt ruhig reinfahren, Gas geben und nochmal Spaß haben. Passivität gut und schön. Aber irgendwann darf man das auch mal ad acta legen. So, der BDR da unten noch. Und der Killshot. Jetzt lebt nur noch der VK. Kann natürlich sein, dass sich der da irgendwo an den Strand nochmal es bequem gemacht hat und das Badetuch schon ausgelegt hat, gesagt, nee, das wird nichts mehr für mich. Ich leg mich hin. Dementsprechend gucken wir doch mal. Aber nein, hier ist er nicht. Hätte ich jetzt direkt sofort mit ihm hier unten gerechnet. Mal schauen, was der AMX noch so aufdeckt.
Kann natürlich schon sein, dass er weitergezogen ist. Den Strandabschnitt ein bisschen weiter vorne für sich eingenommen hat. Oder er da ist, wo alle hinpingen. Wobei das natürlich ein kurioser Fahrtweg wäre vom letzten Gespotteten. Und da war ich ja auch gestanden. Aber sieht wohl so aus. Also hier ist er auf jeden Fall schon mal nicht mehr. Jetzt ist das gute alte Spiel, sucht den VK. In D2 AFK. Aha. Spannender Punkt. Unerwartet, aber gut. Aber da noch einen Hit drauf zu bekommen, da wird der AMX wahrscheinlich jetzt seinen Spaß haben. Oh ja. Abpraller. Unglaublich. Naja, der macht's ja. Der AMX. Sei es drum. Man hat den Panzer, glaube ich, hier jetzt recht gut gesehen. Wir haben einen kleinen Einblick von ihm bekommen. Wir haben gesehen, okay, was kann er und was will er nicht. Also Gott sei Dank haben wir so keinen Gegner gesehen, der auf uns geschossen hat, weil wie gesagt, es kommt alles durch. Verlasst euch in keinster Weise bitte irgendwo auf die Panzerung, weil er hat einfach keine. Und dann schauen wir nochmal, was das Scoreboard und was natürlich gerade für einen Premium-Panzer wichtig, was man so rausbekommt. Was haben wir gemacht? 1700 Schaden ist okay. Es gab dafür raus 44.000 für einen 7er TD okay, gerade für einen 7er Premium, aber auch jetzt nicht der unglaubliche Monsterbrüller, sag ich mal. Ja, und da sieht man also nochmal das Finale. Na gut, dann hoffe ich, euch hat es gefallen und natürlich würde mich ganz stark eure Meinung zu dem Panzer interessieren, deswegen lasst es mir doch mal einen Kommentar da und wenn euch das Preview gefallen hat, dann immer ganz gern natürlich mit einem Daumen versehen. Deswegen bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.